lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign. So, wir sind wieder am Start, man kann es kaum glauben, mein PC hat sich irgendwie auch selber repariert, keine Ahnung wie, aber auf jeden Fall können wir wieder The Sign aufnehmen, wenn es ja zeitlich immer hinhaut. So, wir sind bei Lea, unserer Ex-Freundin. Mal gucken, was wir jetzt von ihr wollten. Nein, was sie von uns will. So, hey, kennst du dich noch relativ gut mit dem Handy aus? Ja, kommt drauf an. Im Grunde schon, wieso? Was will sie jetzt von uns? Man spinnt etwas rum. Oh, hast du ein Video geguckt? Dann spinnt man nämlich auch rum. Komisch. Und zwar verschwinden hin und wieder Bilder aus meiner Fotogalerie. Aha, wurde sie gehackt, ja? Ich finde sie auch nicht mehr unter den gelöschten Dateien. Ausgerechnet bei welche von uns beiden. Ach, wie schön. Hast du vielleicht eine Idee, was es sein könnte? Da muss ich leider passen. Ich habe da so eine Vermutung. Schreiben wir doch mal Wolf an. Wolf, kümmerst du dich gerade um unsere Ex-Freundin? Und die wäre? Das hört sich jetzt verrückt an, aber es geht um Gabriela. Das kann und darf ich dir nicht sagen. Vielleicht ist es Speicherkarte-Effekt. Sorry, vergiss es wieder. Dein Handy mag mich nicht. Ah, genau. Ich glaube, die holen wir nicht ins Boot, ne? Mit dieser ganzen Geistergeschichte und so und alles. Die lassen wir mal schön außen vor. Witzig! Und ich dachte schon, du hättest eine Idee. Nö, hab ich nicht. Woher denn? Bin ich denn der Handy-Arzt-Server? Nee. Ich frag einfach mal beim Hersteller nach. Das ist die beste Idee deines Lebens. Okay. Organparty, Jonathan. Mein bester Kumpel. Bin wieder zurück. Es ist unglaublich. Das Video scheint sich verändert zu haben. Wie meinst du das? Wie kommst du darauf? Was? Das Gesicht von Henry hinter dem Fenster. Es ist plötzlich verschwunden. Und schaut euch das mal an. Also es geht nicht um Henry dabei. Ich sehe hier was. Das ist doch normal. Die kämmt sich hier die Haare, die Uschi. Diese Person rechts neben dem Nibelungssymbol, die war vorher definitiv nicht da. Oh Gott, wie kann das sein? Was hat das zu bedeuten? Tatsächlich. Welche Person war das genau gemeint? Lass mich mal schuten. Ich sehe keine Person. Ich sehe nur das hier. Das war auch Siegfried, hätte ich beinahe gesagt. Hä, welche Person meint ihr denn? Oh. Jetzt mal langsam. Nibelungssymbol. Wenn ich euch schon meine Hilfe biete, wäre es von Vorteil, wenn ihr mich über alles informiert. Da habt ihr mir eine äußerst interessante Info vorenthalten. Wie ihr bereits wisst, gehört das Geisterwesen, mit dem wir es hier zu tun haben, zu denen mit einer unterlegenen Aufgabe. Unerledigten Aufgabe meine ich natürlich. Etwas, das sie nicht erfüllen konnte, zwingt sie zu erscheinen, bis die Aufgabe vollbracht ist. Erst dann ist sie erlöst und kann ins Nachtleben verschwinden. Nachleben? Das ist aber nichts Neues, Henry. So weit waren wir schon. Nachleben, wie sich das anhört. Ja, was ist denn ein Nachleben? Das ist ja interessant. Glaubt ihr ein Leben nach dem Tod? Auf der anderen Straßenseite landet. Vielleicht ist das eher ihre Sprachjargon. Wir haben es hier offensichtlich mit einem Geist zu tun, der gerecht werden möchte, dem im Leben etwas Böses widerfahren ist. Diese werden wütend und gewalttätig, wenn ihnen ihr Recht auf Rache nicht gewährt wird. In ihrem Fall nach Ablauf der 7 Tage.
Und nach diesem zweiten Hinweis können wir fest davon ausgehen, das Mädchen wurde ermordet. Und wie finden wir heraus, wie sie gestorben ist? Das ist sehr interessant. Aber wieso verändert sich das Video? Darauf wäre ich auch nicht gekommen. Aber wieso verändert sich das Video? Das ist interessant. Und wie ist sie gestorben? Eigentlich alles interessant, ne? Das Video ist ein Echo ihrer Existenz, ein spektraler Abdruck, der sie zum Ziel führen soll. Auf dieses Phänomen bin ich im Laufe meiner Karriere des Öfteren schon gestoßen. Sehr schön. Was war das denn? Wenn Geisterwesen uns etwas mitteilen möchten, haben sie nur eingeschränkte Möglichkeiten. Damit würde ich sagen, sie liefern uns über ein Sprachrohr, in diesem Fall über das Video, Hinweise. Und sobald ein Hinweis gelöst ist, folgt der nächste. Das heißt, in dem Video verstecken sich jetzt neue Hinweise. Na super. Was ist da draußen denn los? Hoffentlich hört man das nicht so. Korrekt. Wenn mich meine Erfahrung nicht täuscht, werdet ihr etwas finden. Wenn wir denn die Intelligenz dafür benutzen. Aber klar, wir haben Wolf von unserer Seite. Ohne Wolf, ne, wird das nicht klappen, aber mit ihnen, ja. Dann kommen wir der Lösung endlich näher. Mehr oder weniger. Wurde auch die Zeit, denn davon haben wir nicht hier viele. Leute, dann sollten wir schnellstmöglich herausfinden, wer diese Frau neben der Schriftrolle ist. Leute, Gabrielas Buch, schaut mal. Das ist die gleiche Frau. Oh, guck mal. Echt? Ist das so? Spannend, spannend. Zeig mal her. Ach so, ich dachte, das wäre Siegfried. Ja, aber da hat sie recht. Da war sie auch schon. Fuck. Wieso hast du das nicht in die Gruppe gepostet? Ich wüsste doch nicht, dass es wichtig ist. Ich hatte doch keinen Plan, was es zu bedeuten hat. Wir hatten genügend andere Hinweise, die wichtiger waren. Nee, nee. Und wie wolltest du dahinter kommen? Wenn du niemandem davon erzählst? Schon gut, war blöd von mir. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt reg dich nicht so künstlich auf. Genau, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Ja. So Leute, hat länger gedauert als gedacht. Ich habe schon über Google Bildvergleich herausgefunden. Das wirklich Interessante habe ich euch umrahmt. Das ist nett. Na, dann lass mal du schreiben. So. Nach Medea erfahren hat, dass ihr Mann Lason sie mit einer anderen betrogen hat und diese heiraten will, gibt sie sich sicher sich ihrer Wut und Verzweiflung hin und plant kaltblütig die Ermordung der jungen Braut und tötet anschließend ihre beiden Söhne, um Lason, den Vater, den Grau... Okay. Da könnte er recht haben. Diese Medea wurde also betrogen. Krass, schon wieder geht es um Rache. Das muss der nächste Hinweis sein. Ihr meint, dass Samara von ihrem Tod betrogen worden ist? Samara. Das ist durchaus möglich. Aber, was ist wenn... Okay, klar, ich dachte jetzt an ein Mädchen. Wenn es einer der Kinder wäre und bla bla und so und so. Naja, dies ist aber alles immer noch so schwammig. Aber wir bekommen nicht stetige neue Infos. Wir sollten auf jeden Fall nach weiteren Hinweisen im Video suchen. Nun, da können wir es ja ganz oft angucken. Ich setze mich auch dran. Wenn Henrik recht hat, sind im Video neue Puzzleteile versteckt. Jonathan, Wolf, gebt Bescheid, wenn ihr was findet. Prof, geht es Ihnen gut? Sie schreiben gar nichts mehr. Ach ja, der ist ja völlig in Schockstarre, ne? Er hat ja das erste Mal das Mädchen gesehen. Ich schaue es mir gleich nochmal an. Ja, lass mal den Prof. Ja, genau, lass mal den Prof hier.
Guck mal, den Ding ist gleich verbessert worden, ne? Keine Sorge, Tomji, ich muss den Schock nur erstmal verarbeiten. Man sieht nicht jeden Tag einen Geist. So, ich habe ein Video von Nora erhalten. Warte mal. Gut. Oh, die hat uns zugezwinkert. Aufregend. Hi Nora, hätte jetzt etwas Zeit. Mhm. Hey, schön, dass du dich meldest. Einer muss ja die Initiative ergreifen. Und ich nehme gern mal die Zügel in die Hand. Schön, dass du Dinge gerne in die Hand nimmst. Er freut mich. Also, die Zügel. Aber jetzt sag schon. Klar, es ist ein Date. Alter. Haben wir zwei nun ein Date? Zumindest dachte ich das. Mal schauen, was der Abend so bringt. Lass uns erst einmal kennenlernen. Ja, komm. Ich sehe das rein, Freunde. Komm, wir gehen voll aufs Ganze hier. Wir sind ja Single. Wenn wir Single sind, dürfen wir so etwas. Mein Magen hat gegluckert. Echt jetzt? Bin gerade richtig happy. Ja, frag mal, wie es mir so geht. Vielleicht kann ich deine Vorfreude noch etwas ankurbeln. Ja? Hier, nur für dich. Was ist denn das? Hallo, Gabriela. Hoffentlich sind wir nicht wieder dumm und sagen, was war das denn für eine Scheiße? Voll Kacke hier. Aber, wo Liebe wächst, achso. Wo Liebe wächst, gedeiht die Sehnsucht. Wo Hass aufkommt, droht Untergang. Ah ja, was immer du damit sagen möchtest. Oh oh. Wo Liebe wächst, hört sich auf jeden Fall gut an. Okay, ich bin mal weg. Alter. Gabriele hat uns beinahe die Tour vermasselt. Ich melde mich nachher mal mit ein paar Filmvorschlägen. Silvia Winter, das ist die Mutter von Gabriela, ne? War das so, ne? Richtig? Hallo, Tomji. Ich bin einfach am Ende. Erst Gabriela und jetzt Quentin. Es tut mir so unendlich leid. Was anderes könnten wir eigentlich gar nicht schreiben. Das Leben ist so ungerecht. Nix sagen. Okay. Ja. Tomji, ich habe Angst, verrückt zu werden. Kann man nachvollziehen. Ich sehe plötzlich Dinge, die gar nicht da sind. Vorhin auf mein Handy, es war so grauenvoll. What? Plötzlich sind dort Bilder von Gabriela erschienen. In der Leichenhalle. Doch dann sind sie wieder verschwunden. Wie von Geisterhand. Und das fing plötzlich so an. Hat Gabriela Ihnen etwas von einem ungewöhnlichen Video erzählt? Ist Ihnen sonst noch was Ungewöhnliches passiert? Genau, das ist interessant. Vom Video wollen wir jetzt gar nicht damit anfangen. Weil ich glaube, da jetzt mit einzusteigen, wäre, glaube ich, die beste Motivation für Sie. Das Schlimmste habe ich noch gar nicht erzählt. Damit fing ja alles an. Quentin hat vor 3 Tagen ein neues Handy bekommen. Die Polizei hat es heute beschlagnahmt. Sein altes lag noch in der Küchenschublade. Als ich mir heute Morgen seine Fotogalerie angeschaut habe, bin ich auf ein seltsames Video gestoßen. Und danach bekam ich einen gruseligen Anruf. Ich sag's dir, Tomji. Alles klar. Ich bin kurz davor, verrückt zu werden. Alles klar. Und ja. Komm doch in unsere Gruppe. Wir sind gerade irgendwie so eine anonyme Geisterverschwörungsdingens. Bitte nicht schon wieder. Diese Presseleute lassen mich einfach nicht in Ruhe. Jetzt stehen schon wieder welche vor der Tür. Ich melde mich wieder, Tomji. Ja, die Mutti ist jetzt auch am Arsch. Nein, kann sie heute bei uns ja mit ein in unsere Gruppe, in unsere... Ja. Meine Liebe, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit.
Ich hatte soeben Kriminalpolizei bei mir im Haus. Alle Studentinnen, die Gabriela oder Quinton nie erkannten, möchten bitten um 16.30 Uhr für eine Zeugenaussage ins Präsidium erscheinen. Fuck, was sagen wir denen? Schöne Scheiße. Das fehlt uns gerade noch. Leute, wir müssen eine Aussage einlegen. Wir müssen der Polizei die Wahrheit sagen. Wir sagen gar nichts, weil wir nichts wissen. Wir wissen ja nichts. Woher dann? Ihr wisst, ja, wir wissen nichts. Sehe ich auch so. Die würden uns völlig für verrückt halten. Eben. Meint ihr nicht, die könnten uns irgendwie helfen? Wie denn? Haben die Ghostbusters dabei? Nein, Ruby, die Polizei mit reinzuziehen, wäre das Dümmste, was wir tun könnten. Dann verbringen wir unsere eh schon knappe Zeit nur noch mit den Rückfragen der Polizei. Da gebe ich ja Nick recht. Abgesehen davon kann ich euch aus Erfahrung sagen, die werden euch eh kein Wort glauben. Ich sehe mich gezwungen, nun doch ein Machtwort zu sprechen. Ja, komm. Herr Kruger, was gibt es da für ein Machwort von Ihnen? Hm? Was haben Sie mit uns zu sprechen? Ich werde ebenfalls auf dem Präsidium sein und der Polizei alles mitteilen, was ich weiß. Oh Gott. Bumm. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie machen großen Fehler, Prof. Sie bringen damit weitere Personen in Gefahr. Ja, zumal ist es einfach eine reine Zeitverschwendung, aber der Prof hilft uns eh gerade nicht. Also folgedessen können wir auch so direkt... Er macht ja eh nichts. Er ist ja gerade völlig in Schockstarre. Ich dulde in diesem Fall keine Widerworte, Cedric. Es ist mir egal, du bist nicht mein Papa. Ich halte es auch für keine gute Idee, Prof. Bitte überlegen Sie es sich nochmal, Prof. Nichts sagen. Ja, damit wird er alles schwieriger machen. Und zumal wird er uns natürlich auch unseren Namen droppen bei der Polizei, ne? Das ist das eben. Dann hängen wir nachher mittendrin und das dauert Ewigkeiten, bis wir da wieder rauskommen und uns um wichtige Dinge zuwenden können. Lassen Sie uns vor dem Revier noch einmal drüber sprechen, Prof. Ich bring Kaffee mit. Ja, Kaffee ist immer gut. Danke, Kira. Kiara. Bis gleich, Leute. Ach, ist es schon so spät? Ach, guck mal, jetzt hör mal. Ihr packt es. Ich bleib weiter im Video dran. Drück euch die Daumen. Zwei Stunden später. So, Kinder, warte mal, kann ich mal ganz kurz raus? Bock, gehen wir mal in Apps. Wir machen Schluss für heute. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich bin gespannt, wann wir, was wohl passieren wird und ob wir die Polizei darüber, ja, informiert haben oder nicht. Ich halte es für eine schlechte Idee, die Polizei alles zu erzählen, der Polizei, weil die wird uns natürlich komplett aufhalten und wir können uns einfach den wichtigen Dingen nicht zuwenden. Nun, hat uns Gabriela beinahe die Tour vermasselt mit Nora, wa? Was für ein Früchtchen, oder? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!